DEMEA – Connecting Digital Health. Hallo und herzlich willkommen zur diesjährigen Preisverleihung der Nachwuchspreise. Ich freue mich wahnsinnig mit euch zusammen, dass ihr alle hier dabei seid. Wir hatten dieses Jahr wirklich wahnsinnig tolle Bachelor- und Masterarbeiten dabei. Markus Stein wird uns jetzt ein wenig über den Nachwuchspreis erzählen. Ja, vielen Dank, Pia. Der Nachwuchspreis war dieses Jahr wieder von einer großen Resonanz gekrönt. Also wir haben in beiden Feldern, Bachelor- wie Masterarbeiten, sehr viele Einreichungen bekommen. Wir hatten viel Lektüre. Es hat viel Spaß gemacht und es waren vor allen Dingen auch sehr innovative Ansätze dort vertreten. Deswegen freuen wir uns, dass wir aus dieser Runde dann entsprechend zu jedem Bereich wie Bachelor und Master entsprechend drei Preisträger auswählen konnten. Die Preisträger werden dann entsprechend auch gleich vorgestellt. Es sind unterschiedlichste Bereiche, das werden Sie gleich sehen, dass wir wirklich die ganze Spannbreite der medizinischen Informatik und des Informationsmanagements teilweise auch mit einem kleinen Fuß in die Medizintechnik abbilden. Das macht es aber auch so spannend und wir freuen uns auch die Trägerverbände, die entsprechend den Nachwuchspreis auch kuratieren und auch in der Jury vertreten sind. Ich bin beispielsweise für die GMDS entsprechend in der Jury vertreten. Wir freuen uns, dass wir hier wirklich hochklassige Vertreter der medizinischen Informatik, der Jugend und der aufstrebenden Jugend entsprechend haben, die wirklich spannende Ansätze hier präsentieren werden. Und super, dann würde ich denke, wir, Pia, wenn wir mit dem Bachelorarbeiten jetzt beginnen wollen. Sehr gerne. Dann würde ich mal bitten, dass die drei bzw. vier Teilnehmer in der Bachelorarbeiten sich mal kurz einblenden würden. Das ist Luisa, genau. Super, ihr habt das alles schon gemacht. Meine erste Frage, die ist sehr, sehr breit natürlich, aber mich würde am allermeisten interessieren, wie seid ihr denn auf euer Thema gestoßen? Gerne einfach direkt melden. Ich finde das immer das Spannendste, dass einfach mal bei welchen Themen das sind und wie da die Geschichte hinter ist. Vielleicht, Joshua, vielleicht willst du einfach anfangen mit Michael dann in Kombination. Okay, danke. Also wir haben das Thema gefunden durch eine Vorarbeit. Sorry, das ist noch mein Sohn im Hintergrund. Und dann haben wir gedacht, ja, wir machen diese Arbeit fort. Vorher war die Arbeit aber nicht auf Navigation konzentriert, sondern eher auf einfach Informationen darstellen im Medizininformatiklabor bei uns in der Fachhochschule. Und dann wollte ich das Thema eigentlich weiter verfolgen und Michael ist dann zum Glück dazugestoßen und so wurde dann daraus ein Projekt. Super. Und wie kam das, dass ihr zusammengearbeitet habt? Gab es da auch mal Probleme zwischendurch? Ja, also es war vor allem schwierig, halt sich nicht so regelmäßig zu treffen. Also immerhin konnten wir uns trotzdem noch treffen vor Ort. Weil unsere Arbeit war sehr von vor Ort abhängig, da es ja um Navigation geht und wir uns an den Blickpunkten orientieren. Und es gab auch Schwierigkeiten bei Know-how-Austausch, weil man nicht das Gleiche kennt und so, aber es war trotzdem eine sehr tolle Zusammenarbeit, finde ich. Super. Mich würde mal interessieren, Luisa, ich habe in deinem Video gesehen, dass du jetzt auch weiter nach der Bachelorarbeit an dem Thema weiterarbeitest am Institut. Wie kam es dazu und was guckst du dir da jetzt genauer an? Ja, genau. Also das ist thematisch ziemlich ähnlich. Mir war auch vorher gar nicht bewusst, dass das Projekt auch beantragt wurde. Und dann bin ich da quasi mit der besten Vorbereitung reingerutscht und kann jetzt oder habe jetzt sogar schon Organdysfunktion für die Niere und Leber implementieren können und mache jetzt auch schon weiter. Also das läuft gut weiter. Super spannend. Und bei dir, Maximilian, würde mich mal interessieren, du hast das Thema VR im Blick gehabt bei deiner Bachelorarbeit. Bist du darauf gekommen und hast du das vielleicht vorher auch schon mal im Alltag ausprobiert oder irgendwie in einem Videospiel?
Das ist ja doch ein sehr spezielles Thema. Ja, tatsächlich durch meinen Studiengang Mensch-Computer-Interaktion ist halt das Thema Head-Mounted Displays, Thema VR einfach ein riesengroßes Feld, was auch viel Platz im Studium einnimmt. Und damals hat eben das BMBF-Projekt bei uns im Fachbereich gerade gestartet. Ich war tatsächlich auf der Suche nach einem Job und habe dann erstmal eine studentische Hilfskraftstelle angefangen. Und ja, so bin ich dann da auf das Thema gestoßen, um im Rahmen des Projektes halt quasi mein eigenes kleines Spiel, sage ich mal, zu entwickeln und zu evaluieren. Super spannend. Markus, worauf hast du da so geachtet bei den Bachelorarbeiten? Kannst du dich da noch dran erinnern? Es geht natürlich als erstes, was wir sehen, sind entsprechend Abstracts. Ich glaube, ihr Teilnehmer habt ja ein bisschen drunter gelitten unter dem strengen Format, das wir da haben. Wir haben ja einen gewissen Aufbau. Das heißt, als erstes achten wir natürlich, hat es eine gewisse Praxisrelevanz. Das wird entsprechend auch bewertet. Dann natürlich auch, wie strukturiert ist das aufgebaut, um dann entsprechend hier auch eine erste Auswahl zu treffen. Und dann kam es tatsächlich zu der Aufforderung, dass dann Filme gedreht wurden. Und da haben wir dann natürlich geachtet, wie wird der teilweise schwierige Inhalt auch transportiert. Und das hat uns auch, also der Jury, viel Spaß gemacht, entsprechend diese Filme zu sehen. Und ich denke, ihr habt auch untereinander bestimmt euch mal die Filme auch angeschaut. Und das war wirklich zum einen natürlich auch unterhaltend, muss man wirklich sagen. Also da waren wirklich sehr intelligente Ansätze, wie das präsentiert wird. Aber wir waren auch wirklich von der Jury beeindruckt, wie realitätsnah oder wie praxisnah teilweise die Ansätze auch demonstriert wurden. Und dann ging es natürlich um die Art der Präsentation, also wie wurde das entsprechende Video gedreht und wie kam dann letztlich der Inhalt auch in der Präsentation rüber. Super. Mit Blick auf die Zeit, eine Frage hätte ich auf jeden Fall noch, weil ja jetzt hier heute auch sehr viele Studierende und SchülerInnen zuschauen. Habt ihr irgendwie Tipps, Tricks, Lifehacks für die Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, die da jetzt vielleicht im nächsten Jahr geschrieben werden? Einfach gerne reinreden. Man sollte vielleicht ein Tipp. Thema. Oh, sorry. Bitte. Mach du. Mein Tipp wäre, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man unbedingt für das Thema brennt. Also, dass man wirklich, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt und anfängt zu recherchieren und so, dass man selber bei sich feststellt, dass man da wirklich Bock drauf hat, sich da reinzufressen, die Literatur zu lesen und das Thema einfach spannend ist. Weil wenn man merkt, dass man damit nicht klarkommt oder irgendwie die Sachverhalte nicht so ganz versteht oder man selber merkt, ich quäle mich dadurch, dann vielleicht lieber noch mal ein bisschen anpassen am Thema. Das wäre auf jeden Fall mein großer Tipp. Luisa, du wolltest auch noch? Ich hatte eigentlich den ähnlichen Tipp, dass man eben auch ein Thema aussucht, was man gerne bearbeitet. Und auch im Hinblick auf Praxisrelevanz ist das auch immer schön, wenn man ein Thema nimmt, das sinnstiftend ist. Vor allen Dingen weiterverfolgt werden kann. Deswegen, du hast ja schon erwähnt, dass du hier auch entsprechend weiterarbeiten kannst an deinem Maximilian, du hast ja, das ist ja auch ein sehr anwendernah, dein Spiel, was du da entwickelt hast. Wie geht es denn hier weiter? Wird das jetzt weiter, geht es in die Breite? Du hast ja das auch direkt erprobt. Wie sieht da die Perspektive aus? Tatsächlich, ich fahre morgen wieder zu unserem Kooperationspartner hier in Hamburg, zum HZAG, also das Hospital zum Heiligen Geist. Und insgesamt wurde jetzt, glaube ich, das vierte Spiel entwickelt, auch für die virtuelle Realität. Morgen geht es jetzt zum Beispiel darum, dass es da nehmen die Rentnerinnen die Rolle eines Dirigenten ein und müssen quasi eine Band dirigieren zu ihrer Lieblingsmusik und dabei halt gewisse Bewegungen nachfahren. Genau, also das Thema ist nach wie vor quasi brandaktuell und wird nach wie vor verfolgt. Sehr schön. Und bei euch beiden, Joshua und Michael, ihr habt ja quasi den ersten Ansatz geliefert, wie in einem Krankenhaus quasi schön navigiert werden kann. Ging es hier weiter? Ihr habt ja einen kleinen Teil des Krankenhauses modellhaft gezeigt. Wird das ausgeweitet, euer Ansatz? Ja, es ist eigentlich geplant, dass das am Institut der Berner Fachhochschule weitergeführt wird und wahrscheinlich dann mit einem Pilottest an einem wirklichen Krankenhaus,
Wir haben das ja nur in der Schule umgesetzt. Aber ich denke, Joshua kann da vielleicht mehr sagen, da er auch im Institut arbeitet. Genau, also eigentlich war sogar ein Startup geplant. Wir hatten sogar Kontakt mit einem CEO von der Gerbert Rüff Stiftung und der hat gesagt, wir haben eigentlich sehr gute Chancen. Aber mir war das dann zu viel, so direkt nach der Bachelorarbeit, weil es war doch ein Megaprojekt. Und zusammen mit unserem Sohn, der geboren wurde, war das dann doch zu viel und wir haben das dann gebremst. Und jetzt ist es ein bisschen auf Eis, aber mal schauen jetzt mit dieser Preisverleihung auch, ob das von irgendwo Wind bekommt. Und wir hatten sicher einen Dozenten in der Fachhochschule, der war sehr begeistert von diesem Projekt und möchte, dass es fortgeführt wird. Und ich denke, es hat Potenzial. Okay. Ich glaube, wir alle haben einen guten Eindruck bekommen, was man mit Bachelorarbeiten entsprechend schon bewegen kann. Und ich denke auch, die letzten Worte waren ein guter Hinweis, wie es dann entsprechend weitergehen kann. Ich denke, einige, bei Joshua haben wir gehört, im Institut, bei Luisa auch, das geht vielleicht auch in Richtung Masterarbeiten. Also man kann schön auf diesen Arbeiten aufbauen, um entweder tatsächlich in eine Produktionsschiene zu kommen oder eben auch für weitere Studentinnen, das habe ich auch rausgehört, mit dem Institut. Vielleicht kommt ja aus Bern dann aufbauend aus eurer Arbeit dann nächstes Jahr der nächste Schub. Oder wie gesagt, wie bei Maximilian, dass es dann entsprechend tatsächlich in so eine Produktschiene, auch Anwendungsschiene folgt. Also sehr, sehr spannend und toll, dass das mit Bachelorarbeiten entsprechend schon ermöglicht wird. Dann freue ich mich jetzt hier, die Masterpreisträgerinnen und Preisträger begrüßen zu dürfen. Lisa Marie, Evgenia und Maximilian. Das waren wirklich besondere Arbeiten. Ich habe mir alle eure Videos angeschaut und war wirklich schwer beeindruckt. Ich habe auch ehrlicherweise nicht alles verstanden, aber das macht gar nichts. Markus, willst du direkt weitermachen und ein paar Fragen stellen? Ja, gerne. Beginnen wir mal mit den Damen. Lisa, mit dir würde ich gerne beginnen. Du hast eine spannende Arbeit, die auch quasi so eine Schnittstelle in Richtung Medizintechnik durch den Druck. Und mich würde interessieren, du hast ja in einer ganz anderen Umgebung, also du warst ja nicht in Deutschland, du hast ja die Arbeit in den USA erstellt. Wie war das denn für dich, eine Masterarbeit in den Staaten zu erstellen? Du hast, glaube ich, das waren sehr schöne Eindrücke vom Labor. Kannst du ein bisschen davon erzählen, wie das als Masterstudentin entsprechend in den Staaten unter solchen Bedingungen durchführbar war? Danke. Ja, ich hatte wirklich Glück, dass ich ins Ausland gehen konnte dafür. Ich fand es extrem spannend. Es war nochmal ein ganz anderes Umfeld, ein anderes Arbeiten da. Alle waren sehr, sehr motiviert. Das finde ich sehr schön. Und war für mich natürlich auch teilweise ein bisschen schwierig, jetzt im Auslandssemester die Arbeit zu schreiben, weil dann ja die Pandemie ausgebrochen ist und ich deswegen auch nicht mehr ins Labor konnte. Was dann auch der Grund war, warum meine Arbeit mehr IT-lastiger wurde als ursprünglich geplant. Eigentlich war es eine komplett experimentelle Arbeit, aber ich finde gerade, das hat es jetzt eigentlich umso spannender gemacht. Okay. Aber hast aber wahrscheinlich immer noch Kontakte nach dorthin, um entsprechend das weiter zu verfolgen, trotz Pandemie. Das ist ja, aber wir sehen ja Licht am Ende des Tunnels und gerade in den USA ist es ja dann entsprechend auch ganz gut vorangekommen. Evgenia, würde man mit dir fortsetzen. Du hast auch ein sehr spannendes Thema, das uns Jungs betrifft. Wie kamst du denn auf dieses Thema? Hast du, also es gibt ja die fachliche Schiene, dass du das im Bereich der Prostata-CA erforschst. Du hast entsprechend den informatorischen. Wie kamst du aus Prostata-CA? Gab es da nicht auch andere Indikationen, bei denen du da entsprechend hättest deinen Ansatz verfolgen können? Also tatsächlich war es so, dass man kann bei uns eine Masterarbeit in Bioinformatik schreiben, weil es ja eine Fachrichtung Bioinformatik ist. Aber ich wollte eine Anwendung finden im medizinischen Bereich. Und da war es so, dass mein Fachbereich hat Kooperationspartnern und das war Universitätsklinikum Frankfurt. Und die haben uns Daten zur Verfügung gestellt. Und das waren die Daten des Patienten mit Prostatakrebs.
Okay, so kamt ihr entsprechend da drauf. Und du hast ja auch schon angedeutet, dass hier natürlich dann noch weiter entsprechend geforscht werden muss, wie bei allen Krebsarten. Und dass deine Arbeit ein erster Ansatz ist, um hier entsprechend in diese Richtung, in der du forschst, entsprechend weitergearbeitet werden muss. Es muss natürlich ja weitergearbeitet werden. Leider habe ich dort keine Finanzierung gerade bekommen und deswegen habe ich teilweise das Thema gewechselt. Und aber trotzdem, wir versuchen zuerst parallel die Veröffentlichungen zu machen zu meinen Ergebnissen, weil ja, also das sind halt ein gutes Thema, was wir da gefunden haben. Und dann werden wir weiterschauen, wie es gehen kann. Okay. Ja, Maximilian, ich denke, bei dir war das Spannende und wenn ich vorhin eingangs gesagt habe, Unterhaltung, dann wirst du dir denken können, was natürlich bei uns viel Freude gemacht hat. Du hast einen wirklich faszinierenden Transfer auch geleistet in Richtung Science Fiction und es kam ja auch im Abspann, da war ja ein Team natürlich unter deiner Federführung beteiligt. Wie kamst du auf diesen Transfer hier, dass du in die Welt des Science Fiction im Grunde diesen Film gedreht hast. Mit einem, ansonsten muss ich sagen, spannenden Thema, was aber schwieriger ist, entsprechend zu transportieren. Ja, also ich habe ja meine Masterarbeit über die Archivierung geschrieben und da habe ich gedacht, wenn ich da eine PowerPoint-Folie dazu mache, dann schläft jeder ein. Und dann habe ich überlegt, wie ich das am besten rüberbringen kann. Und mir ist dann eingefallen, dass es diese sehr exotischen ICD-Diagnosen gab. Und dann habe ich gedacht, vielleicht finde ich damit irgendwas. Und ich weiß nicht, irgendwie bin ich dann so bei den Außerirdischen gelandet. Und dann habe ich noch andere Codes gesucht, die auch irgendwie ein bisschen seltsam sind. Und dann kam ich auf diese Codes, die irgendwelche Verletzungen von Tieren dokumentieren. Und dann habe ich das erste Skript so ganz grob geschrieben. Wirklich faszinierend. Und wie lange hast du gearbeitet? Weil das war ja schon einiges an Vorbereitung, auch an den ganzen, an den kleinen Puppen entsprechend, die du produziert hast. Das war schon eine immense Vorarbeit, die du da leisten durftest, um letztlich den eigentlichen Stoff, nämlich die Archivierung für Forschungsdatenbanken zu transportieren. Also das war eigentlich auch mein Hauptproblem. Ich hatte ja eine Geschichte zu erzählen und das kann ich ja nicht einfach nur erzählen. Also habe ich mir gedacht, okay, ich könnte das jetzt schauspielern, aber da bin ich einfach nicht zu begabt. Und dann habe ich mir überlegt, so irgendwelche Comics kann ich auch nicht zeichnen. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, es muss irgendwas Gebasteltes sein und es wird zwar auch nicht so gut aussehen, aber vielleicht kann ich das ja irgendwie so dann so einmalig machen oder so. Und da hatte ich sehr viel Unterstützung von meiner Schwester und die hat mir dann auch viel geholfen mit dem Basteln. Also das hat, glaube ich, so 2 Wochen gedauert. Das eigentliche Drehen war dann relativ schnell. Das war so ein Sonntag und der Rest war dann Schneiden. Es ging dann relativ schnell. Ja, beeindruckend. Ich glaube, die Latte ist für nächstes Jahr, für die nächsten auch hochgelegt. Mal schauen, ob wir da noch mehr entsprechend solche Filme jetzt in die Einreichung bekommen. Pia, hast du denn noch ein, zwei Fragen, die wir in die Runde stellen können? Mich würde interessieren, wie geht es denn jetzt mit euch weiter? Promotion, wollt ihr in ein Unternehmen anfangen zu arbeiten? Wisst ihr das vielleicht schon? Forschungsinstitut, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und vielleicht habt ihr hier auch ein paar Inspirationen für andere, die hier zuschauen. Gerne mit, wer möchte starten? Also ich kann mal anfangen. Im Moment arbeite ich immer noch an dem gleichen Institut, wo ich meine Masterarbeit gemacht habe. Da gehen die Arbeiten auch weiter. Also wir bauen ja diese Dateninfrastruktur auf und das wird jetzt noch 2 Jahre gehen, aber was danach kommt, das weiß ich auch noch nicht. Das ist ja noch ein bisschen Zeit. Wie ist bei dir, Jevgenia? Entschuldigung. Also ich habe tatsächlich schon mit meiner Promotion angefangen an der LMU. Also deswegen bin ich jetzt in München und nicht mehr in Frankfurt. Und ja, wie es weitergeht, schwer zu sagen, weil es mindestens 4 Jahre dauert.
Und dann kann auch alles ändern. Ich bin wieder zurück in München aus Amerika und arbeite jetzt weiter in dem Labor, das mich damals geschickt hatte. Zum Glück auch am selben Thema, was ich cool finde. Und will auch promovieren und bin gerade noch im Bewerben. Super, also wer auch immer hier zuschaut, Sie Nein. wissen Bescheid. Ja, also scheint aber, Maximilian, du bist ja schon promoviert. Ich glaube, dass nach dem Master dann doch viele vielleicht auch anstrebende Promotionen. Vielleicht hängt es auch vom Studiengang entsprechend ab. Weil ihr habt ja, glaube ich, auch Studiengänge zum Teil, die, wo sehr, sehr viele entsprechend dann die Promotion suchen. Ja, sonst, ich glaube, wir sind auch fast am Schluss der Runde der Masterarbeiten. Auf jeden Fall auch hier kann man nur sagen, beeindruckendes Ergebnis. Und wir hoffen, dass wir auch für nächstes Jahr, dass damit gezeigt wird, dass man wirklich die Arbeiten einreicht und hier eine Chance bekommt, sich zu präsentieren. Ich finde auch dieses digitale Format nicht schlecht. So kamen wir auch in den Genuss, das ist auch historisch bedingt, die Videos zu sehen. Also Maximilian, nach altem Format hättest du tatsächlich live präsentieren dürfen, dann mit Folien, so habt ihr alle die Gelegenheit gehabt, schöne Filme zu machen. Dann ist jetzt der spannende Moment gekommen und die Preisverleihung der diesjährigen Bachelorarbeiten auf der DEMEA beim Nachwuchstag 2021. Erstmal nochmal an dieser Stelle, wie ich habe es eben schon erwähnt, herzlichen Glückwunsch an euch alle. Also es waren wirklich alles grandiose Bachelorarbeiten. Natürlich habe ich sie nicht gelesen, aber ich habe eure Videos gesehen und ich kann mir auch nur vorstellen, wenn ich mich an meine Zeit zurückerinnere, wie viel Arbeit da drin stecken muss. Also erstmal, ihr seid alle Gewinner und Gewinnerinnen und herzlichen Glückwunsch. Aber beginnen wir direkt mit dem Platz 3. Auf dem Platz 3 mit der Bachelorarbeit zum Thema Navigation mit Augmented Reality im Krankenhaus. Joshua und Michael, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Erst einmal gratuliere, Michael. Auf Platz 2. Zum Thema Potenziale der Errorless Learning Paradigmas im Rahmen von VR-Bewegungsspielen. Maximilian, herzlichen Glückwunsch zu Platz 2. Dankeschön, wow, super. Und dann ist der Spannungsmoment, hält sich jetzt natürlich in Grenzen. Ihr könnt es schon erahnen, wer unsere diesjährige Preisträger auf Platz 1 ist. Luisa, herzlichen Glückwunsch zu deiner Bachelorarbeit Automatisierte Detektion von Organdysfunktionen in der pädiatrischen Intensivstation. Ich gratuliere von ganzem Herzen. Super. Dankeschön. Dankeschön, freue ich mich sehr drüber. Habe ich auch jetzt gar nicht mit gerechnet, aber umso schöner. Danke. Ja, nachdem wir jetzt die Bachelorarbeiten prämiert haben, kommen wir zur Prämierung der drei ausgewählten Masterarbeiten zum diesjährigen Karrierepreis, Nachwuchspreis. Und es waren spannende Arbeiten, das hatten wir ja schon erwähnt. Und ich möchte jetzt als erstes aufrufen, Maximilian, du hast den dritten Preis bekommen für dein Konzept für die föderierte Archivierung medizinischer Forschungsdaten entsprechend der Fair Guiding Principles. Herzlichen Glückwunsch für diese wirklich tolle Arbeit. Vielen Dank. Dann kommen wir zum zweiten Platz und jetzt wird es peinlich mit Deutsch-Englisch bei mir, nicht bei Lisa. Lisa, du hast den zweiten Platz mit Hydrogel 3-Dimension Printing of a Patient-Specific Left Atrial Appendage Closure Device. Herzlichen Glückwunsch für diese Arbeit. Vielen Dank. Okay, und wir bleiben im Englischen. Den ersten Platz hat Evgenia für Prediction of Clinical Prostate Cancer based on Magnetic Resonance Images and ML Approaches. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Arbeit und für den ersten Preis. Vielen Dank, das habe ich gar nicht erwartet und freue mich wirklich sehr. Danke. Dann gratuliere ich jetzt an dieser Stelle auch noch einem weiteren Preisträger
zum Digital Audience Award 2021, also das Video mit den meisten Stimmen in der Bachelor-Arbeitskategorie. Das hat gewonnen Daniel Reichenfader. Herzlichen Glückwunsch mit seiner Bachelorarbeit zum Thema Schlaftherapie auf Wolke 7, Konzept einer cloudbasierten Plattform zur Diagnose und Therapie nicht-organischer Insomnien. Herzlichen Glückwunsch. Dann gratuliere ich jetzt an dieser Stelle auch der diesjährigen Masterarbeit, die den Digital Audience Award gewonnen hat, mit 25,78% der Stimmen mit dem bestbewerteten Video, geht dieser Preis in diesem Jahr an Lisa Marie Kraus. Herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt sind wir am Ende der diesjährigen Verleihung und Diskussion mit den Preisträgern des DEMEA Karriere Nachwuchspreises. Und ich hoffe von der Jury, wir hoffen, dass wir nächstes Jahr ähnlich schöne Arbeiten lesen und sehen dürfen. Dann vielleicht wieder in der Präsentation analog. Ich glaube, wir alle würden uns lieber direkt sehen als entsprechend hier über Zoom, obwohl das heute alles technisch ja gut funktioniert. Aber nochmals vielen, vielen Dank in die Runde. Vielen Dank an die Organisation des BVETG, an Juliane Müller, die das wirklich sehr, sehr gut organisiert hat. Ja, und Pia, dann übergebe ich an dich für das letzte charmante Schlusswort. Super, auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und alle Zuschauerinnen und Zuschauer für das nächste Jahr. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen inspiriert und ihr habt auch Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, die ihr hier einreichen wollt im nächsten Jahr. Vielleicht dann auch vor Ort und nicht nur digital, auch wenn das natürlich auch seinen Vorteil hat. Ich wünsche euch jetzt allen, die hier in diesem Jahr gewonnen haben, alles Gute auf ihrem Wege, was auch immer ihr jetzt bald machen werdet und hoffe, wir sehen uns bald alle mal. DEMEA, Connecting Digital Health.